Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, herzlich willkommen zu einem neuen Talk mit dem Retro Gaming Panda, der mich heute in seinem Game Room besucht hat. Und wir haben uns überlegt, wir geben euch heute mal ein paar kleine Tipps, wenn ihr vorhaben solltet, mit einer Retro Game Sammlung oder mit einer Game Sammlung allgemein anzufangen, worauf ihr da so achten könnt, was sind so die Fallen, in die man am Anfang tappen kann und wie das bei uns beiden so ein bisschen angefangen hat damals. Vielleicht ist das für den einen oder anderen von euch ja ganz interessant. Panda! Genau, grüß dich. Schön, dass ich in deinem Game Room da bin. Dass du mich in deinem Game Room besuchst. Genau, nee, wunderbar. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer das mal gefragt hat, aber irgendwer hatte mal die Frage gestellt, wenn ihr mal so einen Talk habt, dieses Thema würde mich interessieren. Ich denke mal, es gibt auch viele, die da draußen vielleicht nicht so gerne Retro-Content sich mal anschauen, aber nicht genau wissen, hey, ich will auch sammeln. Wie fange ich am besten an? Und wir haben natürlich in unseren Anfängen, sage ich mal, natürlich auch diverse Fehler gemacht. Ja. Und von denen können wir euch auf jeden Fall bewahren, würde ich sagen, oder so? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach kurz damit an, wie bei uns die Sammelleidenschaft in Anführungszeichen gestartet hat. Mhm. Ich mache mal den Anfang. Und zwar war es bei mir gar nicht mal ich selber, sondern meine wunderbare, entzückende, bessere Hälfte, die Flomo. Als wir uns kennengelernt haben, hat sie nämlich irgendwann mal erzählt, dass sie als Kind total gerne Super Nintendo gespielt hat. Und ich bin ja auch ein Super Nintendo gebrandetes Kind. Und habe dann, da ist bei mir so die Nostalgie entfacht. Und ich habe damals noch in einer anderen Firma gearbeitet, wo es so einen internen Marktplatz gab. Und kurz vor Weihnachten, nachdem ich mit Flo darüber gesprochen hatte, hat da tatsächlich jemand ein Super Nintendo mit einer Handvoll Spiele, die ich als Kind sogar hatte, verkauft. Und das für wenig Geld. Da habe ich zugeschlagen. Und ich habe es dir eben schon erzählt. Ja. Meine Frau, ich sag zu ihr, Schatz, ich habe das perfekte Weihnachtsgeschenk für dich. Und sie errät original beim allerersten Versuch, du hast mir Super Nintendo gekauft. Darf nicht wahr sein. Das hat die, seit wir zusammen sind, schon dreimal geschafft, aber darum geht's jetzt gar nicht. Jedenfalls war das mein Einstieg wieder in die Super Nintendo Sammelwelt. Jetzt ist es ja bei Männern und ihren Partnerinnen häufig so, dass man denen Sachen schenkt, die man eigentlich gerne selber haben möchte. Wir hatten dann, also ich habe ihr natürlich das Super Nintendo geschenkt, hat aber nicht lange gedauert, bis ich mir dann trotzdem selber noch ein Super Nintendo dazugelegt habe. Und da sind wir auch schon beim ersten Tipp. eBay Kleinanzeigen, Leute. Wenn ihr anfangt zu sammeln, kauft euch nicht eine einzelne Konsole, kauft euch nicht einzelne Spiele, sondern für den Start eurer Sammlung empfehle ich euch dringend, guckt bei eBay Kleinanzeigen, wenn ihr Verkäufer findet, die mehrere Anzeigen drin haben, ist das häufig so, dass die auch sowieso noch andere Sachen haben, die vielleicht noch gar nicht reingestellt haben. Bei mir war es damals so, ich habe einen Verkäufer gefunden, der hatte drei Spiele, die ich haben wollte. Ich habe ihn gefragt, hier können wir da einen Bundlepreis machen. Er sagt, ja sicher, da werden wir uns schon einig. Ich ziehe um, ich kann den Kram nicht mehr gebrauchen. Ich guck mal, ich habe sowieso noch ein bisschen was da. Und dann hatten wir uns auf 5 Spiele geeinigt für, ich glaube, 35 Euro oder so. Also wirklich guten Preis. Und als ich dann hingefahren bin, war er nicht zu Hause, sondern seine Frau. Und sie drückt mir einen Schuhkarton in die Hand. Und da waren 9 Spiele drin, Super Nintendo, 2 Controller und alle Kabel. Und dann sagte ich, hier, nimm einfach mit für den Preis, den wir vereinbart haben. Und zack, hatte ich mein eigenes Super Nintendo und noch Spiele umsonst. Und das sind halt die Chancen, die man bei eBay Kleinanzeigen hat. Wenn man da bei einem Verkäufer mehrere Sachen kauft, dass man da die eventuelle Möglichkeit hat, noch ein bisschen was mehr bei abzusagen. Wie war es bei dir? Auf jeden Fall. Also bei mir war es eigentlich so, dass ich angefixt war an den Anfangszeiten von YouTube, bin ich irgendwann mal über den Angry Video Game Nerd gestolpert. Wie wir alle wahrscheinlich. Ja, das ist wahrscheinlich so die Einstiegsdroge für viele von uns. Ja, und dann habe ich da erst so ein bisschen mitbekommen, ne, habe ich natürlich auch andere Kanäle dadurch entdeckt, wie Metal Jesus und so weiter und so. Hey, es gibt Leute, die sammeln ja die Sachen von damals und die waren ja eigentlich schon ziemlich geil, ne? Und dann habe ich mir halt auch irgendwann bei eBay, ich glaube, da bei irgendeinem Händler, Super Nintendo mit Mario Kart bestellt. Ja. Und weil ich mir dachte, hey, diese Nostalgie und so weiter. Da kannst du nicht gegen an, ne? Eben. Weil man einfach nur natürlich so diese schönen Erinnerungen an damals hatte. Ja. Und da habe ich vielleicht auch einen Tipp von euch, wenn ihr euch den alte Konsolen kauft und keinen alten Röhrenfernseher mehr habt, es kann wirklich schwer sein, die Dinge an moderne Geräte irgendwie ranzukriegen. Das stimmt. Da gibt es natürlich auch Alternativen zum Beispiel, wenn ihr euch wirklich sicher seid, ob ihr zum Beispiel mehrere Systeme sammeln wollt oder ähnliches, dann würde ich euch auf jeden Fall vielleicht sogar zu diesen Klonkonsolen ein bisschen empfehlen. Also zum Beispiel den Retron 5, der zum Beispiel halt Super Nintendo, Gameboy-Spiele, Mega Drive und so weiter irgendwie alles nimmt. Weil, das war nämlich meine Erfahrung damals, dass dieses Super Nintendo
gar nicht an den normalen Fernseher ranbekommen habe. Die Stecker, die passten vielleicht, ne? Also so ganz normale AV-Out und so weiter. Aber es lief einfach nicht. Und das war ein Gefrickel, bis ich dann irgendwann mal so einen SCART-Adapter gefunden habe und den noch dran gefummelt habe. Und dann ist das Bild scheiße. Und dann war die Qualität nicht so toll. Also wirklich, wenn ihr euch normale Heimkonsolen, also jetzt nicht so ein Gameboy oder sowas von damals holt, überlegt euch, ob vielleicht nicht diese Klonkonsolen vielleicht noch etwas, die mögen zwar auf den ersten Blick ein Tick teurer sein und sind natürlich nur Emulationen, ja, aber sind, was neue Sachen angeht, einfach praktischer. Ja, das stimmt. Also ich bin ja auch jemand, mein Fernseher hat keinen SCART-Anschluss mehr. Ich kann nichts gebrauchen, was keinen HDMI-Ausgang hat. Und Hyperkin ist ein Hersteller, der inzwischen auch HDMI, direkt mit HDMI-Ausgang, mit 1080p, mit 720p und sogar noch mit Region-Switch gibt es Konsolen fürs NES, fürs Mega Drive, fürs Super Nintendo, mit denen du dann auch die amerikanischen und japanischen Spiele spielen kannst. Du kannst die Original-Controller anschließen. Die sind inzwischen teilweise sogar FPGA, also quasi ein System auf einem Chip und nicht reine Software-Emulation. Oder dass die Hardware quasi emuliert wird und nicht die Software. Weil Software-Emulation ist teilweise ein bisschen und gerade die Dinger von Hyperkin, die sind wirklich gar nicht schlecht. Die kosten alle so zwischen 50 und 70 Euro. Da ist meistens auch noch so ein Klon-Controller dabei. Die kann man vergessen im Regelfall. Ja, teilweise sind die ganz okay. Also Recon 5 auf jeden Fall. Nee, der ist scheiße, aber ich hatte das Retron 70s, ich weiß gar nicht mehr, nee, das war Atari. Ich hatte jedenfalls die NES-Klon-Konsole von denen, der Controller, der da dabei war, der war echt gut. Und der bei Mega Drive dabei ist, das werde ich mir auf jeden Fall noch zulegen, der ist auch anscheinend ganz ordentlich. Okay. Natürlich gibt es auch noch High-Class-Geschichten von Analog, nämlich das Analog Super NT das Analog Mega SG. Die kosten dann so 250, 280 Euro, muss man sich leider aus den Staaten importieren oder für teuer Geld bei eBay kaufen. Aber das sind wirklich, das ist quasi der Ferrari unter den Klonkonsolen. Also als Einstieg braucht man die Dinger nicht. Nein. Erstmal würde ich mit diesen Klonkonsolen, sage ich mal, anfangen. Wenn ihr es einfacher haben wollt, wenn ihr natürlich es in echt haben wollt, dann sucht euch mal so ein paar. Es gibt natürlich auch entsprechende Adapter und teilweise auch HDMI-Lösungen, Kabel, die das etwa hochskalieren. Mir fällt jetzt gerade kein Anbieter im Kopf ein, aber ich habe mal irgendwo sowas gelesen, dass es sowas gibt. Behaltet das also bitte im Hinterkopf auf jeden Fall. Ich hatte sowas auch anfangs, bevor ich mir dann irgendwann wirklich ein Analog Super NT geholt habe für meinen Super Nintendo und ich war mit der Bildqualität einfach nicht glücklich. Ja. Das hat die Pixel nicht gut dargestellt, die Farben waren nicht ordentlich, Frame-Anzahl hat nicht gepasst. Das ist eine Lösung, die man machen kann, aber auch da gibt es halt Dinger für 20 Euro, die crap sind und Dinger wie den Frame-Meister zum Beispiel, ja, das hört man ab und zu in Videos, aber das ist dann Hightech-Equipment für Leute, die sich mit der Materie wirklich, wirklich gut auskennen. Eben. Wobei auch da, jetzt vielleicht nicht für Super Nintendo und so weiter, aber gerade für den GameCube, für die Dreamcast, für PS2, gibt es jetzt inzwischen auch Hersteller, die da Kabellösungen anbieten, die du direkt an die Konsole und mit HDMI an den Fernseher anschließt und es da hochskaliert. Das funktioniert aber auch nicht für alle Spiele. Ja. Da können wir euch aber auch wirklich mal den guten Metal Jesus ans Herz legen, wer der englischen Sprache mächtig ist. Wann immer der so ein Kabel in die Finger kriegt, zeigt er das nämlich und vergleicht auch mit anderen Möglichkeiten. Der macht das immer sehr, sehr genau und sehr übersichtlich auf jeden Fall. Die Jungs von GameSec genauso. Ja, also es gibt da wirklich sehr, sehr viele Drittherstellerlösungen. Oder My Life in Gaming, die gehen richtig in die Tiefe. Ja. Also wer der englischen Sprache mächtig ist, der sollte sich da auf jeden Fall mal informieren. Ja. Das kann euch sehr dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen, welchen Weg ihr gehen wollt, um eure Retro-Konsole an euren aktuellen Fernseher anzuschließen. Und haben wir zuerst mal die Grundlagen, das Technische und was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, wenn ihr eine Sammlung startet, macht euch bitte genau Überlegung, was sammle ich? Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man mit dem Sammeln angefangen hat und dann auf plötzlich ein ganz anderes Thema schwenkt oder irgendwie merkt, hey, die brauche ich sonst nicht, weil dann hat man den ganzen Stress, dann muss man vielleicht wieder umstrukturieren, muss man wieder verkaufen und so weiter. Ja. Also überlegt euch wirklich genau, welches System interessiert mich. Und da würde ich euch auch empfehlen, wählt euch nicht 5 Systeme aus, sondern wirklich so 2, wenn überhaupt maximal 3 eventuell. Ja. Und überlegt euch nur Module, oder will ich OVP sammeln? Also als Einsteiger würde ich sagen, ich bin Modulsammler. Ja, das ist halt eine Kostenfrage. Ne? Eben. Also gerade beim Super Nintendo oder beim NES und auch beim Game Boy, da kennst du dich ein bisschen besser aus, macht es preislich einen großen Unterschied, ob man nur das reine Modul nimmt, was ja zum Spielen, wenn man wirklich spielen will und nicht nur sammeln will, vollkommen ausreicht. Die gibt es teilweise für gängige Titel schon ab 5 Euro auf Flohmärkten, auf Retrobörsen, bei eBay Kleinanzeigen und so weiter. Wenn es dann aber die komplette Box sein soll, also OVP, Anleitung, das Inlay und so,
Da ist man teilweise gerade bei Super Nintendo-Spielen schon mal beim doppelten oder dreifachen Preis des Moduls. Und da muss man sich natürlich überlegen, ist mir das wert? Eine Alternative, gerade für die Cartridges, ich greife hier mal gerade hinter dich, du hast hier, glaube ich, irgendwo welche. Genau, nee, die Verpackung meinst du, so, ja, genau, du kommst, glaube ich, besser dran. Universal Game Cases nennen sich die Dinger. Genau, das sind, die sind so ein bisschen wie die alten Hüllen aus der Videothek. Genau. Da passen Super Nintendo, N64 und Mega Drive Spiele rein. Die sind halt aus Hartplastik und man kann sich das Cover selbst ausdrucken und da reintun. Gibt's bei verschiedenen Händlern für zwischen 1 € und 2,50 € pro Stück, auch in unterschiedlicher Qualität. Manche sind matt, manche sind entspiegelt, manche sind ein bisschen rau. Genau. Und die habe ich zum Beispiel für meine Sammlung, weil ich Super Nintendo und Mega Drive sammle und das gerne im Regal gleich aussehend habe, habe ich mich halt für diese Universal Game Cases entschieden. Plus, mir sind OVPs echt zu teuer und ich lege keinen Wert auf Pappe. Und vor allem gibt es auch noch Unterschiede, wie ist die OVP, ist die schon etwas beschlagen, da gibt es natürlich auch verschiedene, OVP ist ja nicht OVP, da gibt es verschiedene Grade. Es gibt Sachen, die sind erstaunlicherweise 30 Jahre alt und sehen so aus, als hätte er da noch nie einen Finger dran gelegen. Oder manche sehen halt natürlich gebraucht aus, logischerweise. Weil ich das eigentlich fast charmanter finde. Eigentlich schon, aber dann hast du eine Geschichte eben. Ja, wenn die Sachen 30 Jahre alt sind und brandneu aussehen, dann ist das irgendwie komisch. Eben. Apropos zu den Boxen, die Cover zum Ausdrucken, da bekommt ihr fertige bei thecoverproject.com oder der .net. Panda auf jeden Fall noch verlinken. Wenn ich es nicht vergesse. Also in den Kommentaren einfach mich zusammenscheißen, du Sau, vergessen und so weiter. Kriegen wir alles hin. Genau. Und auch hier noch den kleinen Tipp auf thecoverproject.net. Da gibt es zwar eine Übersicht mit Covern, die verfügbar sind, aber in den Foren findet man auch noch ganz, ganz viele andere Cover, die teilweise sich stilistisch in eine andere Richtung entwickeln, andere Bilder haben als die Originalcover. Ich habe zum Beispiel ein sehr schönes abweichendes Cover für Terranigma mit einem wunderschönen Artwork und so. Da variiere ich teilweise. Oder für meine Wrestling-Games habe ich tatsächlich für Raw habe ich ein Cover genommen mit dem aktuellen Raw-Schriftzug mit Shawn Michaels, Ric Flair und wer war noch, dem Undertaker, so wie sie heute aussehen und nicht wie sie damals ausgesehen haben. Fand ich irgendwie cool und habe mir das deswegen so ausgedruckt. Also da sind auch keine Grenzen gesetzt und da findet man auch sehr, sehr viel wirklich noch in den Foren. Das auf jeden Fall. Und dann ist natürlich die große Frage, wo kaufe ich? Also wir haben natürlich gerade schon den Tipp eBay Kleinanzeigen gehabt. Ja. Allgemein kann man natürlich auch eBay selbst empfehlen, wobei ich euch da jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, per Sofortkauf bei den Händlern zu kaufen, weil das sind so an den Preisen mäßig eher so die obere Ecke. Ja. Was ich euch aber sehr, sehr ans Herz legen kann, sind diese Retro-Börsen, die es ja an mehreren Orten immer gibt. Müsst ihr mal ein bisschen bei Facebook gucken, ein bisschen rumgoogeln, das Stichwort Retro-Börse, da findet man eins meistens eigentlich. Ja. Eigentlich hat so gut wie jede größere Stadt hat so ein-, zweimal im Jahr auf jeden Fall eine Retro-Börse. Ja, also ich denke mal, wenn man sich jetzt mal eine Deutschlandkarte nimmt, dann kann man alle 150 Kilometer einen Punkt machen und in diesem Umkreis wird dann die ein oder andere Börse über das Jahr verteilt stattfinden. Weil da trifft man auch einfach auch andere Verrückte, natürlich auch viele Händler. Ja. Preismäßig ist es dann natürlich meistens so eine gemischte Kiste. Ja. Also da ist manchmal etwas teurer als bei eBay, manchmal etwas billiger. Also zum Schnäppchenjagen da nicht. Da würde ich euch natürlich die normalen Flohmärkte empfehlen. Das ist natürlich viel mehr Arbeit. Auch auf Börsen kann man Schnäppchen machen. Ja. Regel Nummer 1, seid freundlich zu den Händlern. Seid unbedingt freundlich zu den Händlern. Wenn ihr ein Arschloch zum Händler seid, dann wird er euch keinen Preisnachlass geben, denn er muss das nicht an euch verkaufen. Der Nächste, der es haben will, kriegt es dann vielleicht 3 € billiger, als ihr es hättet haben wollen. Eben. Und kauft nicht immer beim ersten Stand, wo ihr das Spiel seht. Ja. Geht erst eine Runde, überlegt euch vorher, welches Spiel wollt ihr haben, überlegt euch, was seid ihr bereit dafür auszugeben und guckt vorher, was kostet es denn bei eBay im Sofortkauf, denn mehr als das solltet ihr auf einer Börse auf keinen Fall bezahlen, wenn wir jetzt nur von einem Modul sprechen. OVP ist immer noch mal was anderes. Da kommt es auf Zustand an und so weiter. Ne? Auf Vollständigkeit und so. Aber auch hier grundsätzlich der Tipp, überlegt euch, was wollt ihr für ein Spiel bezahlen. Ich persönlich habe mir eine Obergrenze gesetzt, ich bezahle für ein Retro-Spiel nicht mehr als 50 €, egal was es ist. Dafür sammle ich halt auch nur lose Module und keine OVPs. Und es gibt auch ein paar Spiele, die werde ich mit dieser Regel halt nicht kriegen. Das ist mir aber vollkommen klar. Ja. Aber da habe ich für mich selbst halt diese Grenze gesteckt, weil, und da kenne ich ein paar Sammler, die Fullsets anstreben und so, man kann ganz schnell an den Punkt kommen, dass man horrende Summen für manche Dinge ausgeben muss, obwohl das vielleicht das Spiel so gut eigentlich gar nicht ist. Jetzt aber nur weil es halt selten ist, aber das Spiel an sich ist halt kacke. Beethoven zum Beispiel. Also Beethoven für Game Boy, das lief bei 3.000 € oder was das war, bei eBay mit OVP.
ist natürlich für die Hardcore-Sammler, die es unbedingt haben wollen. Ne? Aber das Spiel an sich ist kacke. Genau. Das müsst ihr heute auch überlegen. Seid ihr eher der Spieler oder wollt ihr wirklich Full-Set-Sammler sein? Genau. Aber um noch mal ganz kurz den Gedanken von vorhin zu Ende zu sprechen. Seid nett zu den Händlern, lauft erst eine Runde und guckt, wo ihr das Spiel vielleicht am günstigsten seht. Und wenn es ein etwas selteneres Spiel ist, was relativ preishoch ist oder einen eBay-Level am Preis hat, guckt, ob der Händler vielleicht noch ein paar andere Sachen hat, die preislich für euch okay sind. Wenn ihr mehrere Spiele kauft, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Händler am Preis noch was macht. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, nein, ich weiß ganz genau, dass ich das Geld dafür bekomme. Entweder du bezahlst es oder du musst es dir woanders besorgen. Dann lasst es liegen. Ja. Lasst euch nicht über den Tisch ziehen und haltet eure eigene Euphorie da ein Stück weit im Griff. Es ist nichts ärgerlicher, als den ersten Tisch auf der Börse anzusteuern, irgendwas zu kaufen für, ich sag jetzt einfach mal, keine Ahnung, Mario Kart für 40 Euro und 3 Meter weiter siehst du Mario Kart für 25 Euro. Eben. Dann denkst du dir, fuck! Eben. Ja, das ist so die Top-Regel. Ansonsten finde ich auch, Retro-Börsen sind ein wunderschöner Ort, um sich mit alten Spielen zu umgeben, um sich mit Gleichgesinnten zu umgeben. Ihr könnt euch auf unseren beiden Kanälen massenhaft Börsenvideos angucken, wie man da alles trifft und was es da so an Auswahl gibt. Da gibt es teilweise auch wirklich ganz exotisches Zeug zu finden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und natürlich auch immer eine gute Gelegenheit. YouTuber sind meistens auch immer dabei und ich kann natürlich jetzt nicht für alle sprechen, aber kommt einfach vorbei, labert uns mal an. Ja. Wir sind tackelt uns. Genau, wir sind immer froh, uns mal ein bisschen austauschen zu können und so weiter. Und man knüpft einfach Kontakte und so. Es ist ein bisschen Familientreffen, ein bisschen Schaulaufen. Also wie gesagt, diese Börsen würde ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Auf jeden Fall macht immer sehr, sehr viel Spaß. Und für den Einstieg, das speziellere Themen und so weiter, kann man eigentlich mal sagen, guck bei YouTube, irgendein Video gibt es zu irgendeinem Thema auf jeden Fall immer. Aber ich würde sagen, sind wir auch fast mit den Grundlagen-Tipps schon fast durch. Oder fällt dir noch was ein? Also, es gibt natürlich noch Seiten wie Spielekauf.de, nicht Spielekauf, Spielegrotte. Mhm. Die verkaufen auch Retro-Games. Aber Leute, ganz ehrlich, die Preise muss keiner bezahlen. Nee. A ist auf dieser Webseite oder auf solchen Webseiten selten ein tatsächliches Bild von dem, wie das Modul aussieht. Das sind immer nur Beispielbilder, das steht auch bei, damit die sich da absichern können. Ja. Ihr wisst nie, welchen Zustand ihr da kriegt. Und die Preise, das ist ein Laden. Die haben Betriebskosten, man kann das nachvollziehen. Wobei selbst müssen, dafür ist es manchmal, also, oder für Konsolenkosten zum Beispiel. Genau, die meinte ich eigentlich, nicht Spielekosten, Konsolenkosten. Genau. Die Preise sind teilweise jenseits von Gut und Böse. Nicht, dass wir Konsolenkosten jetzt irgendwie bashen wollen oder so, aber da steckt natürlich noch ein ganzer kaufmännischer Apparat dahinter, der auch irgendwo bezahlt wird. Versandabteilung, Buchhalter und so weiter, das ist natürlich was anderes Geld, als jetzt irgendein Gehälter müssen bezahlt werden. Eben. Das muss man berücksichtigen. Wenn man jetzt zahlungskräftig ist und man will dieses Spiel jetzt heute kaufen und die haben das, dann kann man das natürlich machen. Ich würde dazu aber gerade, wenn man anfängt zu sammeln, nicht raten. Ja. Jetzt gibt es seit kurzem für Leute, die gerade anfangen zu sammeln, noch eine andere Möglichkeit. Da kannst du vielleicht kurz was zu sagen. Genau, die Retro-Lootbox oder Zock-Zock-Zock heißt sie. Genau, da habe ich ja schon mal Unboxing gemacht. Das ist halt ein cooles System eigentlich, wenn man irgendwo einsteigt. Auch da, ihr macht kein Schnäppchen, das vorweg. Ja. Ihr zahlt ein bisschen drauf, aber das ist so, ihr kennt wahrscheinlich so Lootboxen und so weiter. Das kommt monatlich, ihr bezahlt einen gewissen Betrag und kriegt dann dafür ein zufälliges Spiel für irgendein System oder ähnliches. Wie gesagt, ein Schnäppchen werdet ihr damit überhaupt nicht wahrscheinlich kriegen. Nicht. Genau, also meiner Box waren die Zustände und zwar alles ganz in Ordnung. Auch da natürlich ein bisschen Vorbehalt. Die wussten natürlich, die haben mir die geschenkt, die Box zum Auspacken. Die wussten, es kommt ein YouTuber, da weiß man natürlich jetzt nicht. Da haben sie wahrscheinlich etwas besonders Mühe gegeben, da besonders tolle Sachen. Ja, Shinobi hat das so durch die Game Gear. Genau, man weiß es halt nicht. Also unter Vorbehalt, ihr macht kein Schnäppchen damit. Also ihr werdet in der Zockbox sicher keinen Demon's Crest in OVP bekommen oder so für 45 Euro. Aber wenn man mit einem System anfängt, ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt, auch mal so zufällige Spiele einfach zu bekommen, um halt einfach mal so, vielleicht so Spiele zu sehen, an die man gar nicht gedacht hat. Und so, ach ja, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, wenn ihr euch so ein bisschen Bequemlichkeit haben wollt, ein bisschen überraschen, dann könnt ihr auch da auf jeden Fall zugreifen, würde ich sagen. Ist natürlich nicht für jeden was, auch wenn man zum Beispiel jetzt schon viele Spiele hat, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwelche Duplikate bekommt, sehr, sehr hoch. Das wird passieren. Genau, aber wenn man bei einem System einsteigt, warum nicht? Genau, also für uns beide wäre das jetzt keine Option, weil ich habe knappe 80 Super Nintendo Spiele und so ziemlich alles, was ich für Super Nintendo haben will, liegt schon, steht nicht mehr in meinem Regal, sondern liegt aktuell unter meinem Bett. Aber das ist eine andere Geschichte und die Wahrscheinlichkeit, dass ich da einen von den 5-6 Titeln bekommen würde, die ich noch nicht habe, weil das sind halt die, die preislich etwas höher angesiedelt sind, die ist relativ unwahrscheinlich. Ja, eben. Genau.
Ja, aber auch das ist eine Möglichkeit, wenn ihr mit dem Sammeln einsteigen wollt, in so eine Geschichte loszulegen. Ja. Jetzt lohnt sich das definitiv nicht, wenn man anfängt, Gameboy zu sammeln. Nein, nicht unbedingt. Weil, auch die Preise für lose Module, die unterscheiden sich von System zu System. Also lose Gameboy-Spiele kriegt man teilweise für einen Euro. Ja, sicher. Zwei, drei Euro. So gerade auf dem Flohmarkt kann man gut Gameboy-Spiele finden. Die häufigen Titel, sowas wie Mario Land, Tetris, Alleyway, Tennis und so, das kriegt man auf Flohmärkten in der Regel hinterhergeworfen für ganz, ganz kleines Geld. Mein Tipp, nehmt euch ein Gameboy mit, guckt, ob die Module funktionieren und packt euch vielleicht noch ein Ohrenstäbchen ein, um die Kontakte ein bisschen zu reinigen. Genau. Ich hatte jetzt zweimal in den 1,5 Jahren, wo ich auf Flohmärkten teilweise gekauft habe, die Situation, dass ich ein Gameboy-Spiel wirklich nicht mehr zum Laufen gekriegt habe. Das habe ich noch gar nicht. Das ist echt selten, aber die Kontakte waren komplett weggefressen. Das hätte ich auf dem Flohmarkt lieber getestet. Guck einfach das Modul mal rein, ob die Kontakte einigermaßen okay aussehen. Ist es normal, dass wenn ein Modul älter ist, ein bisschen mit Mattestäbchen, ein bisschen mit Reinigungsalkohol, ein bisschen reiben, dann geht das meistens auch. An sich sind die Dinger relativ unempfindlich. Ja, also Gameboy-Spiele oder Nintendo-Spiele und Sega-Spiele kriegt man in der Regel kaum kaputt. Da muss man sich schon echt Mühe geben. Allerdings. Oder die irgendwie für ein paar Jahre im Garten vergraben oder sowas. Aber wer macht das schon? Ne? Wer weiß. Genau, das ist auch noch ein Tipp. Ja, ansonsten, wie der Panda eben schon gesagt hat, überlegt euch, was ihr sammeln wollt. Ja, überlegt euch, wollt ihr bestimmte Spiele haben? Wollt ihr ein Fullset? Fullset bedeutet natürlich auch, für manche Leute ist das wichtig, für mich wäre das überhaupt keine Option, weil ich zum Beispiel gar kein Interesse daran habe, mir irgendwie FIFA 96 bis 2001 ins Regal zu stellen. Nur damit man es hat, weil man spielt es nie, aber das ist Geschmackssache. Richtig, das müsst ihr selber wissen. Und je spezieller euer Sammelfeld ist, desto eher kann man dazu raten, wenn ihr alle Spiele haben wollt oder wenn ihr eine bestimmte Sorte von Spielen alle von haben wollt, ich sage jetzt mal alle Beat'em-ups oder so, auch da gibt es ein paar teurere. Und ihr seid an dem Punkt, dass ihr die gängigen Titel alle habt und es geht langsam an die etwas selteneren. Und die sind in der Regel nur für teuer Geld zu kriegen. Auch hier guckt bei eBay Kleinanzeigen nach Leuten, die eine ganze Sammlung verkaufen. Weil in der Regel werden Sammlungen von mehreren Spielen, vielleicht noch mit einer Konsole dabei, insgesamt für euch deutlich günstiger sein, wenn ihr die Sachen, die ihr nicht braucht, dann für einen vernünftigen Preis auch wieder weitergeht. Also das Ganze so ein bisschen refinanziert. Ja. Das ist natürlich mit Aufwand, mit Zeitinvestition und vielleicht auch mit ein bisschen Ärger verbunden, weil wir wissen alle, verkaufen auf eBay Kleinanzeigen ist nicht immer. Wollte ich gerade sagen, das kann man sich auch sparen. Was letzte Preis? Ja. Ja, also das kennen wir alle, da haben viele Leute wenig Lust zu, ich gehöre dazu. Ich kriege immer einen Anfall, wenn ich Spiele verkaufen muss, in Anführungszeichen, weil ich sie nicht mehr brauchen kann, mir macht das keinen Spaß. Es gibt aber auch Leute, die machen das sehr, sehr gerne und die kaufen Lots, so nennt man das, wenn man so eine Ansammlung von vielen Spielen kauft, um sich da ein, zwei Titel rauszupacken und geben den Rest dann einfach für einen Preis weiter. Wenn man ganz viel Glück hat, kommt man sogar 0 auf 0 raus oder kann sogar ein bisschen gewinnen. Wollte ich gerade sagen, also wenn man sich ein bisschen auskennt und so weiter, aber da muss man sich natürlich, das ist natürlich nichts für Anfänger, aber das machen auch manche auf jeden Fall. Und ein anderer Punkt ist auf jeden Fall, wenn ihr euch ein bisschen bei eBay oder eBay Kleinanzeigen bewegt, ihr werdet immer wieder auf dieselben Spiele stoßen. Ihr entwickelt irgendwann ein Gefühl dafür, was ist ein okayer Preis dafür. Genau. Das wird euch am Anfang vielleicht ein bisschen schwerfallen zu beurteilen. Ist 20 Euro für Mario All-Stars für Super Nintendo jetzt ein okayer Preis? Ja. Ich würde sagen, 20 Euro für Mario All-Stars ist ein okayer Preis. Auf jeden Fall. Wenn euch aber auf dem Flohmarkt einer erzählen will, ich habe gesehen, das kann man bei eBay für 40 Euro verkaufen, dann verkauf es am besten bei eBay für 40 Euro. Du kriegst es billiger als das. Guckt euch denn da bei eBay einfach die beendeten Angebote an. Weil dann seht ihr, für welchen Preis hat sie es wirklich verkauft. Und nicht nur, dass es so ein Sofortkauf, was keiner bezahlen will, denn da drin steht. Ne? Das ist kein Argument. Richtig. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch, die meisten Leute fangen ja an, Retro-Games zu sammeln oder Games zu sammeln mit den Systemen, mit denen sie selber groß geworden sind. Sprich, für uns beide ist es halt das Super Nintendo, für mich dazu noch das Mega Drive und natürlich der Game Boy. Klarer Fall. Leute, die 10 Jahre jünger sind als wir, ich fühle mich gerade echt alt. Ja, irgendwie schon, ne? Fällt mir auch gerade auf. Können wir an der Stelle kurz pausieren, ich muss weinen. Nein, Blödsinn. Leute, die ein paar Jahre jünger sind als wir, die werden wahrscheinlich mit dem N64 oder der PlayStation 1 oder vielleicht sogar GameCube, Oder vielleicht sogar mit dem GameCube, Und auch hier merkt man halt, Systeme, die nicht 16-Bit sind, also Super Nintendo und Mega Drive ist momentan zusammen mit NES nach wie vor in der Preiskategorie ganz oben. Ja. Wer PlayStation 1 oder N64 sammeln will, für den ist momentan
glaube ich, noch ein ganz guter Einstiegspunkt, weil die Module oder die Spiele sind in der Regel billiger. Und gerade PlayStation findet man auch auf Flohmärkten noch zuhauf, während Super Nintendo und Mega Drive da langsam echt rar wird. Eben, also wenn die Preise hochgehen auf jeden Fall, genau. Ja, nicht nur die Preise, du findest auch wenig. Ja, eben. Das ist halt einfach so, wenn eine gewisse Altersgruppe, die damit aufgewachsen ist, so sagen wir mal ins 30-Plus-Alter kommen, wo es halt losgeht mit der Nostalgie und alles. Ja, vor allem, du bist dann irgendwann zahlungskräftig und die Kohle hast, Zeug wieder kaufen. Dann wird das wieder alles steigen. Also dann muss man so ein bisschen zyklisch denken, sage ich mal. Dann kann man da vielleicht jetzt noch ein Schnäppchen machen, so bei Gamecube-Sachen und sowas wahrscheinlich auch. Genau. Und ein Tipp, den ich euch noch geben möchte, falls ihr, ähnlich wie ich es früher gewesen bin, Gefahr lauft, euch von dem großartigen Angebot, das überall auf euch einprasselt, irgendwie übermannt zu werden, begrenzt den Platz, den ihr für eure Spielesammlung vorgesehen habt. Ja? Sagt, okay, wie der Panda jetzt hier, hat 1-2 Regale, wenn mehr die voll sind, dann ist Schluss. Wenn ich dann was Neues will, muss was anderes gehen. Das ist eine Möglichkeit, um euch selber da so ein bisschen zu dressieren, in Anführungszeichen, euch auch wirklich nur die Sachen zu holen, die euch entweder am Herzen liegen oder die ihr unbedingt haben wollt, weil es vielleicht ein Spiel ist, das ihr als Kind immer spielen wolltet, aber nie bekommen habt, zum Beispiel. Eben. Anstatt euch, wie gesagt, das vierte unterschiedliche Fußballspiel da ins Regal braucht zu stellen. Braucht man nicht. Aber wie gesagt, auch das ist natürlich Geschmackssache, aber es unsere Ansicht, unsere Empfehlung auf jeden Fall. Genau. So, das wären so meine Tipps. Hast du noch was? Ich glaube, wir haben auch alles basic abgesprochen. Das Video, sehe ich gerade, ist schon viel zu lang eigentlich dafür. Wenn man einmal im Flow ist. Wollte ich gerade sagen. Aber wenn ihr noch Fragen habt, haut einfach die Kommentare rein und besucht den Joe natürlich auf seinen Kanal und lasst ein Abo da natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, diese Talkrunde hat euch wieder gefallen und es wurden so ein paar Fragen vielleicht beantwortet. Wir sind natürlich wie immer konzeptionslos daran gegangen, aber überzeugen natürlich immer. Wir machen alles First Take. Eben. Wie die Rapper. Willst du noch ein paar krasse Rhymes droppen? Yeah, super Nintendo. Wir stoppen das Ganze an der Reihe. Retro-Rot. Bye-bye.